Und damit, okay, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Ihr wisst ganz genau Bescheid, wo wir sind, falls ihr die letzte Folge gesehen habt. Wir sind im Piratenbier oder am Piratenbier der Octodogs. Und das sieht richtig cool aus. Hier gibt es sogar 6 so Blumencoins. Schauen wir direkt mal rein, würde ich sagen. Piratenbier. Ich bin mega gehypt schon wieder. Wie die erste Folge nicht gesehen habt, checkt ihr ab. Ich habe mich so verliebt in dieses Game. Das ist so krass. Yoshi! Oh, die sehen sogar aus wie Piraten. Oh. Wie kann man treffen? Das sieht doch sass aus. Ja! Es ist so cool. Was kann man hier machen? Nichts. Okay. Level Design im Hintergrund schon wieder 10 von 10. Ah, oh, hier können wir so springen. Whee! Wahoo! Wir sind nicht in Mario, Kollege. Oh, aber hier sind wir echt knapp bemessen, was X angeht. Der da unten, der schläft sogar. Oh, hier, oh ja. Hier wird gecampt kurz. Einfach um ein paar Gegner mitzunehmen. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir das tun. Ja. Kommt noch einer? Komm, einen nehmen wir noch mit. Es kommt keiner mehr, okay. Dann. Boings. Boing. Lass uns weiter steppen. Oh, jetzt wieder so eine Time-Challenge. Blaue Blünzen. Es sind die blauen Blünzen. Die blauen Blünzen. Ich glaube, da fällt man runter und stirbt dann. Das sieht es trotzdem aus. Aber da ist nichts. Okay. Oh, wieder hier. So Fliegedinger. Die sind auch aus Yoshi, nicht? Es gibt doch auch eine Yoshi's Island Map in Mario Kart. Da gibt es die auch. Wer bist du denn? Okay. Das war entspannt. Da ist noch ein Bird. Everybody's hurt. The bird is the bird. So. Oh, da geht's nach vorne. Oh, da werden wieder unsere Pappkarton-Dinger gefüllt. Wir haben ja beim letzten Mal so einen coolen Zuganzug gekauft, der sogar 5 Treffer aushalten kann, ehe wir weg da. Ich glaube, hier geht's weiter. Wir sollten erstmal nach hinten schauen. Da gibt's sogar ein Geschenk. Die Geschenke können wir auch abwerfen, richtig? Das war doch so. Ja, ganz genau. Wunder. Ich habe keine Eier mehr. Nein. Wer bist du denn? Geh doch weg. Oh, schnell zurück, schnell zurück. Boing. Zur Röhre, vielleicht kommen da wieder welche raus. Bitte? Ja, okay. Wichtig. Wir dürfen nicht mit zu wenig Eiern aus dem Haus gehen. Weil, ist halt schlecht. Normalerweise geht man ja raus, um Eier einkaufen zu gehen. Aber wir müssen die Eier immer eine Schachtel dabei haben, Guys. Hashtag Eierschachtel in die Kommentare. Jetzt, let's go. Im Übrigen, falls ihr hiervon nichts verpassen wollt, empfehle ich euch natürlich, ein Abonnement auf dem Kanal dazulassen. Dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ich eine Folge da lasse. Wenn ich eine neue Folge poste, ja, das sagt man ja so, hochlade. Das wäre natürlich mega entspannt für euch, dann müsst ihr nicht immer nachgucken. Und das würde mich auch richtig freuen eigentlich. Oh, nee, nicht so. Ich will beide Vögel treffen. Zack. Du da. Können wir die mehrmals treffen? Ja. Oh, aber dann bringt es nichts mehr. Okay. Also, einmal treffen und das reicht. Geh mir aus dem Weg. Ah, ja, let's go. Ist die dritte, die vierte? Wichtig. Wichtig und richtig. Nehmen wir hier noch ein paar mit. Lamm, Lamm. Was ist das? Ja. Den noch nicht bekämpfen, weil wir können gleich das Egg von ihm gut gebrauchen. Nein, ich wollte im Lemmen. Lemmen. Offizieller Fachbegriff, Lemmen. Yoshi benutzt nicht seine Zunge, er mlemmt. So. Mlemm. Das ist wieder ein Bird. Den haben wir getroffen. Das ist wieder ein Bird. Den haben wir getroffen. Der Bird da unten sieht auch sass aus. Wisst ihr, was ich meine? Der hier. Aber der ist gar nichts. Okay, aber der sieht trotzdem... Doch, der ist was. Dachte ich mir direkt. Der sieht nämlich auch sass aus. So, hier können wir wieder ein bisschen unser Gemüt aufstocken. Habe ich den schon getroffen? Ja, schade. Aber da kommen wir dann endlich. Das ist ganz entspannt. Oh, der kommt wieder?
Der sieht vor allen Dingen so cool aus. Der sieht aus wie so ein bisschen... Ich würde sagen Wackelpudding. Könnte aber auch Schleim sein. Da sind so Luftblasen drin. Sieht voll cool aus. Was ist das denn? Oh, ich muss sie treffen. Dich treffe ich? Nein! Let's go! Ganz wichtig. Das ist der 5. Ja. Wunderbar. Ich würde ganz gerne von euch noch ein paar essen. Weil mir fehlen so das ein oder andere Ei. Stellt euch vor, ey, wenn es noch Upgrades gibt, dass wir noch mehr Eier dran können, das wäre cool. Ich glaube aber, das gibt es nicht. Aber es wäre cool, oder? Wenn man so für 1000 Münzen oder so, oder mehr vielleicht auch, so ein Upgrade kaufen kann, dann ein Ei mehr tragen kann. Das fände ich cool. Das fände ich richtig innovativ. Ich glaube, das gibt's nicht. Eine rote Münze. Oh, hier hätten wir unsere Eier auch auffüllen können. Okay. Bumm. Möge er mir beiseite gehen. Nein, da wollte ich gar nicht hinwerfen. Da hoch wollte ich werfen. Boom. Bitte, lass noch einen kommen. Noch einen. Einer noch. Das wäre echt cool. Ja, wundervoll. Und noch einer? Nee. Und Ben. Zack. Ah, ein bisschen konzentrieren muss ich mich tatsächlich schon. Oh, hier werden wieder unsere Treffer aufgefüllt. Auch wenn wir noch gar keinen bekommen haben. Was, ja, jetzt erstmal nicht schlecht ist, aber... Nein! Da war auch schon der erste Treffer. Oh nein! Oh, wir werden nur zurückteleportiert. Das zählt als ganz normaler Treffer. Oh, das finde ich jetzt aber irgendwie auch cool, tatsächlich. So, hier können wir wieder ein paar Birds im Hintergrund abwerfen. Wenn ich zu schnell drücke, dann merke ich das, dann schießt der 2 in dieselbe Richtung. Und das wollen wir ja nicht. Ja, da unten könnte was beherbergen. Nein, okay. Du da auch nicht? Nee. Bei dir sieht schon wieder mehr Sass aus, leider aber auch nicht. Okay. Mlem. May the Mlem we with you. Der da hinten? Let's go. Okay. Die Tür öffnet sich. Gibt's einen Bosskampf? Oh nein. Oh nein. Und was glaubst du, wo du hingehst? Ich tunk dich ins Wasser, Yoshi. Das ist sehr laggy. Aber irgendwie nur die Animation von dem Schiff. Das ist Mr. Octorok. Der einzig wahre Gliche. Oh mein Gott. Aber das war absehbar, was wir hier machen müssen. Oh nein, zweite Phase. Ah, er ist der Smarte. Bam. Ich mag den. Das ist ein cooler Boss. Ah, er ist schlau. Jawollo. 3 Treffer? War's das? Looks like. Ja. Woohoo! Da noch schön die Zusatzdinger mitgenommen. Oh, haben wir alle 20 Coins? Jawohl, 100% im Piratenpier. Wichtig und richtig. Und 23 Blumencoins. Das ist schön. Wohin führt uns denn der Weg nun? Wir werden es sehen. Ich habe mega Spaß bei dem Spiel. Hey, Yoshi. Wie hat dir Octodox gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? Ja, tatsächlich schon. Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Benötige Plattfische? Ein Hinweis gern. Ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit dem Ei bewerfen. Oh, es gibt so Zusatzmissionen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe unbedingt.
Aber wir können uns das ja irgendwann mal anschauen. Nee, wir wollen nur eins. Wir machen immer eins pro Welt. Und gucken, was Cooles dabei rauskommt. Oh, ein rotes. Ich weiß nicht, ob das jetzt krass selten ist oder nicht so. Nee, nee, die goldenen. Der hat beim letzten Mal ein goldenes. Das war geisteskrank. Boah, ein Kugelfisch. Damit sehe ich gleich viel fetter. Ey, ey, ich meine dicker aus. Nein, ich meine, wir sehen damit trotzdem charmant. Wir sehen so perfekt aus in diesem Spiel. Ich mag das Spiel. Dieses Spiel hat diesen lustigen Touch. Es macht Spaß. Kommen wir direkt zum nächsten Level. Und zwar... hier. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 5 Grinseblumen. Ich habe 23, Kollege. Nimm dir. Ich bezahl dich. Solange ich hier nicht gescammt werde, du wirst doch einverstanden. Oder? Ist doch wunderbar. Guys, wenn euch die Folge bis hierher schon gefallen hat, lasst ein Like da. Es wird nur besser. Danke, damit geht's mir schon viel besser. Das ist doch schön. Dürfen wir dann durch? Das wäre super. Perfekt. Riesen-Yoshi auf Rädern. Los, los, Land. Herzlich willkommen. Das Los, los, Land. Das klingt weird, der Name. Aber wir machen jetzt erstmal Schnuffel auf der Rolle. Natürlich versuchen wir wieder so viel wie möglich mitzunehmen. Mal gucken, ob wir alles schaffen. Ich weiß es tatsächlich. Yoshi! Wir müssen jetzt unseren Weg sozusagen bauen. Ne, dich will ich im Lemon. Das sieht aus, als wäre das so... das sieht aus, als wäre es bouncy irgendwie. Nee, ist es aber nicht. Okay. Nicht tot machen, nein. Die hätte man zum Frühstück essen können, Mensch. So wie deine Münze. Dankeschön. Oh, holen wir uns hier nochmal ein paar Eggs. Kurze Frage an alle Yoshi-Kenner unter euch. Warum haben die Eier verschiedene Farben? Schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare. Weil ich weiß das tatsächlich gar nicht. Bam. Oh, wir können ihn gar nicht essen. Oh, ich dachte, wir können ihn jetzt aufessen oder so. Nicht töten. Ach, Mann. Wie kommen wir denn da hoch? Da ist aber auf jeden Fall was, nicht? Ja, ja. Let's go. Wie viel sind das hier? 1, 2, 3, 4, 7? Habe ich es richtig gezählt? Kann auch sein, dass ich mich einfach verzählt habe, weil ich dumm bin. Aber ich habe da 7 gezählt. Öffne mir die Tür. Das sieht sehr sassy unten aus. Hier sind Sheeps. Nee, Sheeps haben keine Mehrzahl. Es tut mir leid. Sorry an jeden, der Englisch sprechen kann. Wichtig und richtig hier. Oh, ich kann da gar nicht durchjumpen. Aber da links habe ich doch noch Coins gesehen. Ihr auch? War ich lost? Ja, hier sind noch Coins. Hier. Das sieht doch jeder. Bin ich mal wieder ein bisschen lost gewesen. Ich bin doch gesprungen. Oh, der macht weniger Damage, actually. Das Ding ist sass. Ich weiß nicht genau, was das macht. Also, es ist ein Bierdeckel oder halt ein Flaschendeckel von einer Glasflasche. Ich weiß jetzt nicht, was mir das gebracht hat. Keine Ahnung. Oh mein Gott, hier ist der Abgrund. Oh, ich weiß, was es mir bringt. Ich weiß, was es mir bringt. Oh. Lauf zu jetzt, bitte. E-Beams muss da durch jetzt. Ist E-Beams noch was, was man heutzutage sagt? Oder bin ich mal wieder so der Einzige, der das macht? Reden wir nicht drüber. Ich sehe da hinten ein wunderbar leckeres Schaf. Okay. Auf die 20. Na, nur 10. Ich habe keine Dings mehr. Aber es hätte sich hiermit auch geklärt. Ich will die eigentlich treffen. Nein, nicht so. Ja. Oh, die geben mir sogar echt viele Münzen. Und hier gibt es ja auch schließlich unendlich hiervon. Aber ein paar Leben sind auch wichtig. Dann hier den Weg natürlich machen. Und dann ab in den Background. Das ist ja was man in dem Spiel tun kann. Das ist voll cool. Boah, wie viele Schafe es hier gibt. Uns werden die Treffer wieder aufgefüllt und Gegner werden verwandelt. Erstes Geschenk. Und dann die beiden wunderbaren Schafe. Wir können die mehrmals treffen. Das habe ich vorher schon gesehen. Aber
Ich finde, das ist mehr so die Verschwendung. Okay, was gibt's hier? Gar nichts mehr. Da muss ich mal auf den anderen Monitor gucken, ein bisschen auch. Die können wir doch stehen. Und was gibt's hier? Ein paar Münzen. Zack. Nicht kaputt stampfen, essen. Ich esse Gegner immer lieber. Eine Schnecke. Das hat sich zu einer Schnecke geformt. Das ist jetzt eine Schnecke. Und es regnet Münzen aus Wolken raus. Da ist eine zweite Schnecke. Ich finde das so cool. Da ist eine Schnecke, die krabbelt die Wand hoch. Kriecht die Wand hoch. Aber das ist voll cool. Oh nein. Schnell. Oh mein Gott, das war knapp von der Zeit. Huiuiuiui. Das sind wirklich 7. Ja. Nochmal nachziehen. Man weiß ja nie. Halt, stopp. Bitte bleiben Sie stehen, Mister. Können Sie nochmal ein Stück in die Richtung? Hallo? Hätte ganz gerne Ihre rote Münze. Dankeschön. Wir haben scheinbar immer rote Münzen. Oh, hier gibt es jetzt 2 Wege. Müssen wir uns sogar ein bisschen... Oh nein. Wir müssen... Ah, okay, okay. Okay, ich verstehe. Ha, bring, ha. So und so. Ne, Lemon will ich dich. Lemon. Das sind rote Coins, richtig viele gewesen. Bam. Oh. Was ist das? Das ist blau. Ist das schon wieder besonders? Egal, ich habe doch gerade eben schon gefragt, was das bedeutet. Ich weiß, dass du... Ein Frosch! Da muss man hinkönnen. Geister, seine... Die Froschzunge ist ein... Nee, die Froschzunge ist was. Da kann man hin. Ich will jetzt hier nichts verpassen. Schaf. 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 Ich habe das Gefühl, wir haben was verpasst. Ah! Huh? Das hier ist Schnuffel. Zucker ist es nicht wahr? Pucci? Er rennt immer in die Richtung, in die Yoshi gerade schaut. Ah, und der transportiert mich auch so ein bisschen. Der kann voll hoch springen. Stopp, zurück. Wir gucken nochmal, was bei dem Frosch war. Jetzt will ich es nämlich tatsächlich wissen. Oh, er kann uns nur hier hochbringen. Ah, wir können hier lang. Ach Mensch, das weiß ich doch nicht. Doch, das war sogar wichtig. Bitte sei das die dritte. Oh, wichtig. Das ist ein, meiner Meinung nach, sehr langes Level. Also, ich habe nichts dagegen, ja. Ich finde, das Spiel ist geisteskrank. Je länger die Level, desto besser. Aber ich muss ja auch gucken, dass ich hier genug in die Folge kriege, genug Level. Nee, wir müssen nach da. Komm mit, Mr. Pucci. Wie hieß der im Deutschen jetzt? Schnuffel, gell? Ja. Für mich wird er immer bekannt sein als Pucci. Ich glaube, das ist der englische Name. Der kann die einfach umrennen. Er ist der Auserwählte. Ich kann ja auch noch Leute im Lemon. Stopp. Mr. Meister Dog. Kommst du da durch? Nein. Ja? Ja. Erste Klasse, obertoll. Der coolste Dog, den ich kenne. Nee, du musst mitkommen, Mr. Dog. Nein, komm mit. Komm wieder hier hoch, Dog. Komm, Mr. So, nach rechts. Und jetzt nicht vergessen, hier zu springen. Ja, stopp, wir wollen noch die Coins hier. Man muss hier schon noch alles mitnehmen. So, jetzt komm wieder mit. Wir rennen. Los! Hui! Njau! Wuhu! Das Spiel bockt. Unfassbar.
Das Spiel bockt unfassbar. Ah, stopp! Da müssen wir hoch. Komm mal mit. Du bist gerade so klasse gesprungen. Ganz genau. Das sind Schafe im Hintergrund, die ich ganz gerne näher kennenlernen möchte. Die Kiste sieht genauso sass aus. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Mister Hund, wir gehen sie weg. Jawollo. So, stopp, stopp, stopp. Erstes Geld hier einsammeln. Und dann da hoch. Das ist wieder eine Zeit-Challenge. Oh, bitte blaue Blinzen. Das wäre schon schön. Ja, blaue Blinzen. Okay, wir beeilen uns trotzdem. Stimmt, der kann die unten einsammeln. Ah, nein! Da ist das schwarze Schaf. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass das sass ist, das schwarze Schaf. Nein? Vielleicht bekommt man ja was, wenn man jedes Schaf in dem Level dreht. Ich hab keine Eggs mehr. Nicht gut. Komm mit, Mr. Hund. Blem! Blem! Stopp! Bitte, Blem doch nicht weg. Ja, und schafft das hier hoch? Ah, ne. Ja, stimmt, der schafft das ja da durch. Oh, und der macht jetzt die Stage hier hinten für uns. So. So und so. Warte, 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 warte. Ich muss auf die... Auf dir drauf muss ich. So. Das ist ganz cursed hier. Oh, da gibt's was. Ein paar Münzen. Die 20. Kann der Dog hüpfen? Nee. Oh, aber da, dahin. Hier hoch können wir springen. Das ist eine rote Coin, ganz wichtig. Das ist so eine 10er-Coin, auch wichtig. So, so. Und jetzt müssen wir den Dog natürlich wieder mit. Ah, es hat geklappt. Okay, ihr müsst... okay. Ihr müsst das hier abwerfen. Das hier, was hier ist. Müsst ihr abwerfen. Okay, und dann baut sich natürlich hier passend der Weg für uns auf. Wundervoll. Komm mit, Mr. Hund. Mr. Pucci. Uns fehlen noch 2 rote Coins. Das wäre super, wenn die jetzt hier wäre. Schade. Egal, ich hab das Ziel erreicht. Ey, das war mal wieder todeskrass. Todeskrass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel macht mir mehr Spaß, als ich einfach gedacht habe. Uns fehlen natürlich jetzt 2 solche Blumencoins, aber das ist hoffentlich gar nicht so schlimm für euch. 7 Stück sind trotzdem überdurchschnittlich, glaube ich. Wunder, wundervoll. Mini-Poochies? Was willst du tun? Suchen oder zurück zur Weltkarte? Tatsächlich zurück zur Weltkarte. Denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und Guys, wenn euch das Ganze hier heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.